Liebe TSG-Fans, hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Matchday-Folge vor unserem Heimspiel gegen den SC Freiburg. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute unseren Cheftrainer André Breitenreiter da haben. Grüß dich, André. Hallo. Ja, André, das vierte Heimspiel steht an gegen den SC Freiburg und ich würde mal behaupten, auch der vierte Heimsieg. Oder wie siehst du das? Ja, das wünschen wir uns alle, dass wir unsere Heimspielserie am Wochenende fortführen. Aber da erwartet uns schon ein sehr starker Gegner, eine Mannschaft, die nicht ohne Grund auch dieses Jahr international spielt, die über viele Jahre hinweg sehr gute Abläufe spielt und mit einer hohen Intensität auftritt. Aber trotzdem spielen wir zu Hause vor unseren eigenen Fans und denen wollen wir natürlich auch den nächsten Heimdreier schenken. Jetzt mal so Hand aufs Herz. Der zweite mit dem SC Freiburg kommt zu uns zum vierten. Hättest du das so vor Ligastart gedacht am siebten Spieltag? Ja, du sagst es ja gerade selbst, wir sind noch recht früh in der Saison und dann ist das durchaus möglich, dass Mannschaften gut in die Saison starten und sich dann auch oben einpendeln. Die Wahrheit liegt natürlich dann erst ein paar Spieltage später, aber trotzdem ist ein Trend eben da. Die Mannschaften haben sich oben festgesetzt. Wir sind glücklich, dass wir auch so weit oben jetzt schon dabei sind, obwohl wir auch ein schwieriges Auftaktprogramm hatten. Und die Freiburger werden sicherlich alles auch dafür tun, dass sie dort oben bleiben, um bei uns zu bestehen, wie in der Vergangenheit. Aber wir werden uns dagegen wehren und hoffentlich die Fans dem nächsten Dreier schenken. Und um einen Mann kommen wir jetzt nicht herum. Oliver Baumann, unsere Nummer 1, früher auch für den SC Freiburg gespielt, steht vor seinem 400. Bundesligaspiel, ausgerechnet jetzt auch gegen SC Freiburg. Ja, was schätzt du denn eigentlich am Olli? Ja, erstmal ist das natürlich eine fantastische Leistung, über so viele Jahre hinweg auch immer gesund zu bleiben und alles dafür zu tun, dass man Top-Leistung abliefern kann. Ja, Olli ist ein absoluter Vollprofi, der jeden Tag alles dafür tut, um sich in die bestmögliche Verfassung zu bringen. Darüber hinaus ist er ein fantastischer Torwart, am Ball gut, auf der Linie extrem stark. Er ist Führungsspieler, hat auch immer eine Meinung, ist für mich deswegen ein richtig kompetenter Ansprechpartner und bin ich sehr froh, ihn bei uns im Tor zu haben, ihn als Kapitän momentan auf dem Platz und ist eine ganz wichtige Persönlichkeit für die TSG. Definitiv. Nach dem Spiel gegen Freiburg geht es in eine kleine Bundesliga-Pause. Wie wichtig ist es jetzt nochmal mit einem guten Gefühl in diesen Break reinzugehen? Ja, das ist immer wichtig, dass man so eine Phase dann erfolgreich abschließt. Trotzdem würde auch niemals die Welt untergehen. Wichtig ist, dass wir unsere beste Leistung zeigen. Und wenn wir das schaffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass wir punkten. Und das nehmen wir uns vor, mit einem Sieg in die Pause zu gehen, durchatmen zu können, zumindest für die Spieler, die nicht mit Länderspielmannschaften unterwegs sind, um danach wieder erneut anzugreifen. Aber erstmal voller Fokus auf Sonntagabend, kommt alle ins Stadion, gebt Gas, unterstützt die Jungs auch in schwierigen Phasen und dann holen wir gemeinsam den nächsten Dreier. Die Daumen sind gedrückt, wir glauben an euch. Danke, dass du bei uns warst, André. Und ich kann nur sagen, freut euch denn auch nächstes Wochenende. Genau genommen am 24. September haben wir ein Heimspiel in unserer Pre-Zero Arena. Dann spielen unsere Frauen gegen den VfL Wolfsburg. Alles zu den Tickets gibt es natürlich auf unserer Homepage. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.